Guten Tag, ich bin Pater Alexei, Direktor von Radio Maria Ukraine. Ich bin im Moment in den Studios von Radio Maria in Kiew. Der heutige Morgen war ziemlich schwierig für uns, denn um 8 Uhr, während ich live auf Sendung war, begannen die Russen mit ihrem Raketenangriff auf Kiew und andere Städte. Hier gab es viele Explosionen und wir haben sie hier von Radio Maria aus gehört. Das Ergebnis dieses Angriffs sind Tote, viele Zerstörungen in unserer Städten, aber die Russen feuern nicht auf militärische Ziele. In Kiew sind die Bomben in Parks, an Orten, an denen Kinder spielen können und auch auf die Straßen gefallen. Es ist nicht klar, warum sie dies tun. Wahrscheinlich wollen sie uns Angst machen. Darüber hinaus schießen sie auch auf die Infrastruktur. So funktioniert Radio Maria derzeit in einigen Städten nicht. In anderen schon, obwohl ich es nicht ganz genau sagen kann, weil die Situation sich ständig verändert. Es gibt einzelne Städte, in denen es funktioniert und in anderen nicht. So ist dieser Morgen ziemlich schwierig für uns gewesen. Dieser Morgen ist sehr schwierig für uns. Das Gefühl vieler Menschen ist, mit denen ich gesprochen habe, alle erinnern sich an den ersten Tag des Krieges am 24. Februar. Jeder sagt, dass er jetzt Angst hat, weil es überall Explosionen gibt in allen Städten. Aber es ist wirklich anders jetzt. Jeder denkt jetzt darüber nach, wie man diesen Krieg beenden kann, wie man ihn mit dem Sieg der Ukraine beenden kann, dem Ende all dieses Übels. Jetzt sind nicht alle unsere Moderatoren bei Radio Maria angekommen. Einige sind nicht da, weil die U-Bahn nicht funktioniert. Die Menschen verstecken sich in den U-Bahnen vor den Bomben. So haben wir unseren Zeitplan ein wenig geändert. Und ich denke, wir werden noch einmal darauf zurückkommen müssen, noch mehr zu beten. Deshalb bitte ich alle Hörer von Radio Maria, für uns zu beten. Wir brauchen eure Gebete. Wir bitten die Gottesmutter, diesen Krieg zu beenden. Gerade diese Woche, am Freitag, wird in der Ukraine das Fest Pokrova gefeiert. Dies ist ein Fest der orientalischen Tradition, bei dem man die Gottesmutter sieht, wie sie das Volk mit ihrem Mantel bedeckt. Jetzt bitten wir die Madonna, uns mit ihrem Mantel zu bedecken gegen all diese Raketen, Bomben, um unsere Städte, unsere Familien zu schützen. Und ich bitte auch alle Hörer von Radio Maria, für uns zu beten. Danke.